Ja, in wenigen Tagen steht die Wahl zum Oberbürgermeister, zur Oberbürgermeisterin in Dresden an. Eine Kandidatin, Eva-Maria Stange, sie treten für den Verein Gemeinsam für Dresden an, gehen damit ins Rennen. Die erste Frage: Wir haben uns an einem Ort getroffen, der Ihnen wichtig ist, was einer Ihrer Lieblingsplätze ist. Das ist der große Garten hier. Warum ist das Ihr Lieblingsplatz? Im großen Garten waren wir sehr viel mit unserer Familie. Die Kinder haben hier gespielt, sind Roller gefahren, haben die Enten gefüttert und ich gehe heute noch sehr gerne hier spazieren, weil er einfach eine grüne Oase ist. Radio Dresden hat den Slogan: Wir lieben Dresden. Warum lieben Sie Dresden? Ich lebe seit über 40 Jahren in Dresden und ich finde, Dresden ist eine kompakte Stadt der Wissenschaft, der Kultur, mit reichhaltiger Kulturlandschaft, ist aber auch gleichzeitig eine grüne Stadt und eine sehr vielfältige, wenn man sie sich als Ganzes betrachtet. Was ist Ihre Vision für Dresden? Dresden soll vor allen Dingen weltoffen und tolerant sein, also soll die Türen auch öffnen für Menschen, die gern zu uns kommen aus anderen Ländern und die unsere Kulturen bereichern. Ich möchte gern, dass Dresden sozial gerecht ist, dass auch diejenigen, die nicht auf dem goldenen Portemonnaie geboren worden sind, dass sie eine Chance haben hier in Dresden und eine Arbeit finden und eine Perspektive haben. Und ich möchte gern, dass die Wirtschaft floriert, denn all das, was wir als Kommune gern und als Stadt gern machen möchten, geht nur, wenn wir auch genügend Einnahmen haben. Und deswegen muss die Wirtschaft hier gestärkt werden. Warum wären Sie die beste Oberbürgermeisterin hier für die Stadt? Also ich lebe jetzt über 40 Jahre in Dresden und ich liebe meine Stadt sehr und weiß, dass diese Stadt viele Potenziale hat, die wir bisher nicht gehoben haben. Und das will ich gerne einbringen, einschließlich meiner Erfahrungen, die ich über die letzten Jahrzehnte sammeln konnte, in der Verwaltung, im Umgang mit Menschen, in demokratischen Prozessen. Und vielleicht ist es das, was die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Dresden gerade jetzt haben möchten. Wen würden Sie am 7. Juni wählen? Mich selbst. Naja, kann ich auf die Frage antworten. Ist perfekt. Und was machen Sie als erstes, wenn Sie erfahren, dass Sie die Wahl gewonnen haben? Das Erste ist, wir feiern mit denen, die mich unterstützt haben. Und das sind sehr viele. Und am nächsten Tag krempeln wir die Arme hoch, weil ich glaube, wir müssen sofort durchstarten. Vielen Dank, Eva-Maria Stange. Sie treten ein für Gemeinsam für Dresden und bewerben sich um den Chefsessel im Rathaus. Dankeschön.